Google weiß unter Umständen viel, viel besser, was gut für mich ist, als ich das selber weiß. Weil ich habe ja meine Verhaltensweisen, meine alten Trotz und. Und vielleicht ist es total gut, wenn ich um 23.20 Uhr 20 Minuten laufen würde. Auf die Idee würde ich ja selber nie kommen. Ist ja für mich völlig absurd. Der Netzgemeinde und auch diese Idee von genau diesem Grund, wie wir hier sitzen, so, das sind so ein paar Berliner, die in einer Kasten Clubmate pro Woche trinken und das Netz dominieren. Ja, und das ist nicht der Fall, sondern es gibt unterschiedliche kleine Gemeinden, die sich auf unterschiedliche Formen der Partizipation verteilen. Das Anliegen von Wikimedia Deutschland ist natürlich, den Zugang zu Wissen zu verbessern. Unsere Forderung, die dahinter steht, ist, dass der Zugang zu Wissen ein Menschenrecht ist. Also auch unsere Forderung für die Gesellschaft 2.0 ist der freie Zugang zu Wissen. Digitalisierung und neue Medien und so weiter hat sich ja die Arbeitswelt, die Art, wie wir zusammenarbeiten, ganz krass verändert, was das eigentlich für Auswirkungen auf uns hat und wie es eigentlich weitergehen kann, wie wir damit umgehen. Ja, einige wahrscheinlich, oder? Genau. Man hat dann eben nicht mehr die Sprechuhr, die sagt, okay, du hast heute 8 Stunden gearbeitet, hast du fein gemacht, jetzt machen wir Feierabend, entspann dich, sondern dass man da so ein bisschen das Auge selber drauf hat. Dann ist das für mich auch der natürliche Weg, so wie du das beschrieben hast. Also es ging gerade um das Thema Arbeit 2.0. Ich habe einfach mal so ein paar Schlaglichter und Fragen und Thesen mitgebracht und war sehr gespannt, wie alle reagieren. Und es wird bei dem Thema dann doch immer wieder sehr viel um freie Wirtschaft diskutiert, auch was der Wert von Arbeit ist, ob wir tatsächlich schon bereit sind für Arbeit 2.0. Da Gretel außerdem subversive Kommentare auf Twitter schreibt, befürchtet die Hexe, dass ihr Plan, Hänsel zu verspeisen, auffliegen könnte und sperrt Gretchen daher in einem Gartenhäuschen in Brandenburg ein, wo ihr Smartphone keinen Empfang hat. Hänsel landet im Ofen und gibt einen leckeren Braten für die Hexe ab. Ihr Insta-Food-Bild erreicht auf Instagram 23 Likes. Es geht darum, Geschichten neu zu erzählen. Wie würden diese Geschichten in einer total überwachten Welt ablaufen? Also wenn es keine Privatsphäre mehr gibt. Ziel ist dabei, dass man über solche Geschichten den Menschen leichter klar machen kann, gerade die sich nicht mit solchen Themen beschäftigen, was bedeutet eigentlich diese neue Gesellschaft, in dem Fall eine Gesellschaft ohne Privatsphäre. Man geht in den Klassenraum, die Tür geht zu, es sind 30 Schüler, ein Lehrer, das ist es. Und wenn ich jetzt Twitter reinbringe oder Blogs oder Facebook, dann reiße ich die Tür auf, die Fenster auf und schon ein Plakat hin, hallo, kommt bitte vorbei. Welche Effekte hat das auf Lernkontexte, die bis dahin geschlossen waren? Wir haben diskutiert, wie man das Web 2.0 in ganz vielen verschiedenen Bildungskontexten nutzen kann, an der Schule, an der Hochschule. Wir haben unsere Erfahrungen miteinander geteilt und Grundtenor in der Diskussion war eigentlich, dass wir alle gespannt sind, welche Möglichkeiten Web 2.0 für Bildungskontexte eröffnet. Viele hatten auch Erfahrungen damit. Und es war eine gesunde Art von Skepsis dabei, nicht eine Ablehnung von Web 2.0, aber schon die Sorge, dass es an einer angemessenen Art umgesetzt werden muss. Ja, gerade in der Session haben wir uns über Daten unterhalten und wie Daten die Gesellschaft beeinflussen, Gesellschaft 2.0, was ja hier gerade das Thema ist. Beispielsweise, wenn man Google reglementieren wollen würde, was ja hier und da schon mal so gesagt wird, dann könnte man eben auch sagen, Google, wenn du mit Daten umgehst als Produktionsfaktor, dann musst du sie beispielsweise anderen zur Verfügung stellen oder du musst Steuern darüber bezahlen, also 2 Terabyte kosten 3 Euro Steuern, whatever. Also dieses Gedankenmodell mal aufzumachen und zu schauen, wie geht man denn damit um. Wir haben uns gerade beschäftigt mit offener Wissenschaft, das war das Thema, und wir haben uns viele spannende Sachen angeguckt, wie man zum Beispiel anfangen kann mit einer Idee und die in die Welt schickt mit Twitter und Feedback bekommt und vielleicht noch neue Ideen sammeln kann von anderen, hin über die Finanzierung, was natürlich über Plattformen wie ScienceData auch super geht, da kann man sich ein bisschen lösen von DFG und auch an anderer Stelle Geld sammeln für Wissenschaftsprojekte. Wir haben uns Citizen Science ganz kurz angeguckt, wo es total spannend ist, wenn man mit Bürgerinnen und Bürgern im Austausch Wissenschaft betreibt. Und ganz zum Schluss haben wir uns natürlich auch angeguckt,
wenn es ums Teilen geht von wissenschaftlichen Informationen, wie das gehen kann, über Open Access, aber auch über ganz andere Plattformen. Und wir haben danach noch schön diskutiert und es war sehr spannend. Ich bin sonst auch auf größeren Barcamps und es war sehr klein, wobei ich das aber jetzt gar nicht schlimm fand. Das ist wirklich mal eine ganz nette, entspannte andere Atmosphäre, wenn man nur mit 30 Leuten unterwegs ist und sich mit denen aber auch mal austauschen kann. Also da hat man wirklich die Chance, mit mehreren auch mal in Kontakt zu kommen und hat nicht immer nur so eine große Masse. Fand ich sehr schön.